Hallo, meine Bierausschenkenden Dekorationsmeister und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Traveler's Rest. Ja, wir haben schon wieder hier ein bisschen zu Ende gebraut, schon wieder was vorbereitet. Damit haben wir jetzt auch wieder all dies, jenes, was wir auch brauchen. Wir haben jetzt unsere Biere alle da, ein Port, die können wir eigentlich wieder reinmachen. So haben wir für jeden einen Ersatzbier, können es wieder nachbrauen, wenn es leer ist. Wir dürfen jetzt aber die Aufgaben nicht alle abschließen einfach. Das wäre ein Fehler, weil wir sonst dann nicht das haben, was wir brauchen. Genau, jetzt haben wir hier nochmal Eintöpfe. Hier oben wollen wir nochmal noch Art sortieren. Ich habe nochmal einen ganz lieben Tipp bekommen. Es ging um Herausforderungen und ähnliches. Und wir sollen am... Welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute einen Freitag, Mittwoch und Donnerstag. Also ich weiß nicht, ob wir das in der heutigen Folge kriegen. Wir kriegen meistens nur so zwei Tage. Am Mittwoch, Donnerstag sollen wir mal runtergehen zum... zum Lagerfeuer da in diesem Bereich. Da sollen wir dann hingehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 Plättchen brauchen wir nochmal. Boah, warte mal. Nee, wir haben kein Guthaben mehr, ne? Genau, also brauchen wir 8 Bierdeckel. 8 Bierdeckel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kriegen wir da auch nochmal ein bisschen was. Genau. Da gibt es dann eine Möglichkeit, wie wir, wo wir ein bisschen was wahrscheinlich machen müssen. Damit wir... Oh, guck mal, die sind recht fix gemacht. Und ein Champi könnten wir eigentlich auch mal fertig machen. Sehr gut. Ein Schweinebraten. Und wir immer noch den Apfel. Genau, also jedenfalls eine Quest sein. Wir gucken, dass wir... Dass ich mich auch daran erinnere in den nächsten Folgen, dass wir da hinlaufen. Und ist ja immer noch die, das ist immer noch das Interessante im Raum. Das hoffe ich mal, dass wir gucken, heute vielleicht zu erreichen. Stufe 6 und unsere Kollegen, die wir dann einstellen und die dann für uns arbeiten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das hin und das wäre auch fantastisch. Sag mal, war hier nicht irgendwas mit einem Apfel? Der war da unten, ne? Also nicht hier oben. Ich glaube, hier oben hatten sie einen Mangobaum gehabt. Nee, auch nicht. Warte mal, haben wir denn den Mangobaum gesehen? Wir hatten einen Mangobaum, wir hatten einen Apfelbaum gesehen. Das weiß ich. Ich will das mal ein bisschen kurz absuchen, bevor wir dann die Taverne öffnen. Ist schon recht spät heute. Jetzt genehmige ich mir mal was, was nicht für kleinere Kinder gedacht ist. Also da jetzt schön, auch wer kein Alkohol trinkt und das auch nicht so mag, dann jetzt kurz die Ohren zu halten. Ich mache mir jetzt mal einen schönen Gin and Tonic heute Abend gegönnt. Einfach nur Gin and Tonic ohne Wasser, ohne alles. Einen gekühlten Tonic, einen normal temperaturierten Gin dazu. Auch jetzt aber nicht so viel Gin, also mehr ein bisschen Tonic jetzt reingemacht. Einfach nicht, weil ich einfach nur jetzt Geschmack habe. Ich war jetzt ein anstrengender Tag, auch trotz Urlaub, durch Krankheiten und ähnliches. Und das ist jetzt für mich gerade so eine Entspannung nebenbei. Jetzt schön Traveler's Rest mit euch spielen. Zurücklehnen. Manchmal braucht man das. Ich bin nicht so oft da, weil es nicht so meins. Aber heute ist irgendwie so ein Tag. Muss mal sein. Wir betreiben eh eine Kneipe, also da müssen wir ab und zu müssen wir auch mal, ne? Nippen wenigstens. Okay, ja, war das nicht. Aber hatten wir nicht einen Mangobaum und so gehabt? Na egal, gucken wir mal. Ja, jedenfalls, wie gesagt, das mit dem Dings müssen wir mal gucken, dass wir das auch hinkriegen. Das wäre schon mal interessant, wenn wir da wirklich mal was finden. Ich bin mal gespannt, was es auch ist. Ob da so ein Rätsel haben oder irgendwas ähnliches. Meine Bestellung wurde geliefert. Achso, meine Bierdeckel. Sehr gut, dann könnten wir da als nächstes was machen. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch... Irgendwo einen Mangobaum mal hatten. Okay, gut. Scheinbar ist es jetzt... Ich finde jetzt zum Beispiel keinen Mangobaum. Ist ja auch gar kein Problem. Wir gehen mal jetzt nach drüben. Also hier... Hier war... hier an der Stelle sollen wir dann jemanden anscheinend treffen am Lagerfeuer. Machen wir dann auch noch. Okay, ich habe jetzt... Aber ich sag mal, es gab doch mal einen Mango und einen Apfelbaum. Oder sind das immer randommäßig? Dass sie mal da sind, mal sich. Weißt du was, wir machen das jetzt auch so. Wir bestellen jetzt mal Apfelsaat. Und dann pflanzen wir unsere ersten Apfelbäume. Das ist auch gut. Dann passt das auch. So. Hier haben wir die Felder im Endeffekt. Ich kippe mal das Ganze. Egal. So, also, wir haben hier unsere schöne Statue. Wir haben hier das fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum wollten wir. Ja, genau, wir wollten. Genau, wir brauchen nämlich jetzt
Eisenblech und daraus wollten wir Scharnieren machen, ne? 2, 3, ach so. Ich mach da jetzt 6 Scharnieren draus, ne? Und 4 brauche ich. Ich könnte mir eigentlich, könnte ich 2 in die eine große Kiste reichen. Ich mache eine große Kiste, machen wir da hinten, das ist gut. Nochmal ein Fenster? Nee, nochmal ein Fenster brauchen wir jetzt nicht. Nee, 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 nee. Okay, pass auf. Wir machen mal jetzt auf. Damit wir hier ein bisschen bewirten können. Ach ja, ich habe Bier. Egal. Egal. So, jetzt geht's auch los, meine Freunde. Na, willkommen hier dabei. Ich habe hier was zum Schnabulieren und die Taverne sieht mehr als schniekebieke aus. Ne? Also da kann man sagen, was man will. Wir haben eine richtig hübsche Taverne mittlerweile. Also kann man sagen, was man will. Ne? Also, ja, natürlich liege ich beinahe an dem Tisch. Einmal kleiner. Ja. Guck mal hier, ein bisschen, da kriegen wir noch mal ein paar Tickets. Jetzt, dann haben wir das aber auch bald raus. Aber ja, da geht's jetzt aber los. Und unser Gary auch noch überall nebenbei. Immer mittendrin. Ja, ja. Und ein schönes, oh, ein schönes Beinchen. Guck mal, die bringen jetzt mehr Geld ein, wa? Die ganzen Sachen. Ja, ja, ich bin ganz furchtbarer Kultist. Schau dir das mal an. Ich bin so kultistisch. Ich. Ja, doch, ich glaube, das. Ist das, was du, glaube ich, meintest? Derjenige, der mir das mal erzählt hatte, hier in den Kommis, wird dann schon wissen, dass mein Ruf da auch eine Menge noch mit zu tun hat. Also, das, wie es hier aufgebaut ist. So, jetzt können wir mal hier ein bisschen abwischen. Guck mal, das meine ich nämlich. Hier hast du dann nämlich 9 Leute auf einmal an einem Tisch. Und hast dadurch dann aber weniger Zeiten, wo du hier den Tisch sozusagen wischen musst. So, jetzt kriegst du einen, du einen, du einen, du einen. Und du willst noch einen Lager. Du willst einen Lager. Du willst einen Eintopf, einen Eintopf. Boah, holla, die Waldfee. 98, meine Freunde. 98, also Stufe 6. Stufe 6 kommt heute. Das auf jeden Fall. Stufe 6 kommt heute. Und der wischt ja dann immer alle Tische, die dreckig sind, sozusagen. Hm. Ah ja, der aus. Muss echt mal demnächst mal einen der Doktoren aufsuchen, um mal zu wissen, was das mit meinem Husten ist. Ihr kennt mich ja die ganze Zeit nur so, oder ich habe das auch schon eine ganze Weile, warum der trockene Husten andauernd da ist. Dann auch so ein Druck im Lungenbereich, also keine Ahnung, keine Ahnung. Lala. Und er will noch mal ein schönes Lodge. Ich muss sagen, dieses mit den Tischdecken finde ich wunderschön dargestellt. Also wirklich, das haben sie sich gut ausgedacht. Ich hoffe, ich kann die auch allgemein noch mal dann umdekorieren. Zu anderen Sachen, das wäre natürlich noch schön. Oder das wäre allgemein dann so, dass das nach Jahreszeit dann im Game mal geht. Das wäre bestimmt auch interessant. Ja, ein paar Marken wäre ja auch nicht nochmal schlecht, wenn wir nochmal ein paar bekommen. Weil dann können wir da, boah, schon 9000. Wir haben gleich 2/3 erreicht. Genau. Wir können ja immer die ganze Zeit schön Essen herstellen. So Suppen und Eintöpfe und. Und dann können wir dem sozusagen auch gut Geld machen. Wobei, Eintöpfe ist ein bisschen schwieriger. Da sind eher Suppen gut. Weil bei den Eintöpfen haben wir ja das Problem. Wir müssen Fleisch kaufen. Wäre cool, wenn man irgendwann vielleicht auch mal einen Kuhstall oder sowas dann hat oder einen Schweinestall. Klar, ist dann immer doof, wenn du dann die Tiere dem Ende entgegenbringst. Aber da du ja leider in einem Eintopf komischerweise Fleisch unbedingt reinmachen musst. Naja. Immer so ein Ding. Ich ganz ehrlich, einen Eintopf kannst du auch nur ein Gemüse, schön leckeren Gemüse-Eintopf machen. Ich esse ab und zu gerne mal Fleisch, bin ich ganz ehrlich. Aber ist für mich jetzt nicht eins, was ich jeden Tag essen muss. Lieblingsgericht ist Käse bei mir. Also ich esse sehr gerne Käse. Ich weiß auch, das ist immer so eine Sache. Bin aber auch Bio-Esser, weil mein Magen nichts anderes verträgt. Und ausgetestet, ja. Also ich habe das ausgetestet. Das ist das Erste, was ich erst hat, das ging bei mir nicht einfach mal durch und hat mir sehr starke Magenschmerzen bereitet und ähnliches. So, haben wir jetzt schon die 2/3 erreicht? Ja, die 2/3. Also wir kriegen heute auf jeden Fall mal den Rang gesetzt. Also Stufe 6 sollte heute mal drin sein. Das wäre schon mal ein sehr angenehmes Ding. Dann können wir uns zumindest Bürschchen, ich wisch die Tische.
einstellen und dann können wir uns ganz und darauf annehmen, servieren, ne, meine Freunde? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag gehabt. Genießt das Bierchen, das Essen, nochmal schön Truthahn zum Ende des Tages. Oh, wir sind mitten gerade beim Nachmittag, am Ende des Tages. Aber wir sind am Ende des Tages hier. Wenn wir hier servieren, sind wir am Ende des Tages. So, meine Dame. Bitteschön für dich. Hier nochmal einen schönen Eintopf. Hier nochmal ein Süppchen. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich müsste mal kurz was einstellen. Warte mal. Ist das wirklich Fleisch, Gemüse, Frucht? Warte mal, wenn wir mal einfach so einen Kartoffel, Karotten und Laucheintopf. Geht das auch? Ja, sehr gut. Brauchen wir also nicht da. Lager. Und ein Mildes. So. Und eine Porenski. Holla, die weit viel haben wir. Aber wir haben schon Kohle ohne Ende, meine Freunde. Ne? Also Geld mangelt es uns jetzt nicht gerade wirklich. Wir sind bei 12 Gold 50. Ich kaufe uns noch mal eine zweite Küche rein. Lass dir schmecken, mein Freund. Oh. Da will ich aber hoffen, dass es nicht so schlecht ist hier. Ja, ich bin gleich bei euch. Am Lapumi. Immer so gemerkt, am Lapumi, da gibt es das Bier bei hier. Nö, das nicht unbedingt. Okay, warte. Ja, ich komme ja schon. Ich muss dann noch die beiden Tische noch mal wischen. So, am La. Nein, La. Aber was natürlich auch krass ist, das geht halt auch natürlich schnell wieder raus, ne? Schön vorgedrängelt. So, nochmal schön Rosé. Warte. Ja, ich hatte noch einen Bug gehabt, ne? Wo der Besen dann einen Tag lang nicht funktioniert hat. Da muss man mal vorsichtig sein. Dass du da nicht zu viel machst. Boah, ist aber richtig schön so von der Fülle. Ich finde, das ist das Schöne, was in diesem Spiel so kommt. Es fühlt sich so richtig auch ein bisschen an. Die bringt schon die Stimmung so ein bisschen drüber. So, schöne Taverne voll. Klar, ist ein hinterlegter Sound. Alle plappern da. Und selbst wenn da nur einer ist oder gar keiner ist, plappern die alle. Aber ich finde es schön gemacht. Das ist schön atmosphärisch. Und ich muss euch sagen, nach so einem Tag wie heute ist das für mich so richtig schön entspannt, hier so in der Taverne zu stehen. Diesem Gequassel zuzuhören. Selber ein bisschen herumzuquasseln in mein Bad hinein. Und den Leuten ihren Essen und ihr Trinken zu servieren. Und das kommt einfach gut. Es kommt einfach gut. Ja, nochmal ein Töpfchen. Guck mal, 13 Gold. 13 Gold. Ja, ich bin schon wieder da. Dann lasst uns versuchen, dass wir hier so ein bisschen unsere Eintöpfe von KKG mal weg von Kategorie. Tun wir noch so eine. So, weg von Kategorie, wir machen dauerhaft Fleisch rein, werden wir jetzt hier eher so ein bisschen vegetarisch mal einfach machen. Ist ja nicht nur so, dass das für uns ein Allgemeinwohl ist wegen den Tieren. Nein, wir sparen ja auch Geld. Denn Gemüse und Kukage können wir ja anbauen und kriegen eine ganze Menge bei heraus. Aber Fleisch müssen wir ja kaufen. Dann wissen wir aber nicht, wie wurden die Tiere gehalten? Ist es ordentliches Fleisch? Schlägt er die Tiere? Ist es unglückliches Fleisch? Oder ähnliches. Und dadurch können wir zumindest sagen, gut, wir liefern jetzt vegetarische Küche. Die Leute lieben es ja trotzdem. Und von daher passt das schon. Und jetzt nochmal ein Ember. Larger Ember. Boah. Geht's hier los? Wir haben es gleich um 19 Uhr. Um 19 Uhr gehen ja so ein bisschen. Oh, warte mal, weißt du was? Wir machen jetzt heute mal dann Feierabend. Oh, du willst noch? Wir müssen jetzt schon Feierabend machen, denn das hat einen Grund. Ich habe die Kerzen nicht nachgelegt, ja? Weil die Kerzen nicht nachgelegt haben, wird es ja dann dunkel und das wollen wir ja auch nicht. Und dann sagen sie ja, ist hier so dunkel in der Taverne. Siehst du genau das? Ich kann kaum den Krug vor meinen Augen sehen. Ja! Wir haben die Stufe 6 erreicht, meine Freunde. Einmal ein Gläschen darauf mit Wasser, Wein oder sonstiges. Und wir können jetzt Personal einstellen. Wir haben Stufe 6 erreicht. Stufe 6 erreicht. So, wir machen jetzt hier mal noch eine Grundordnung rein.
Und ja, wir haben auch wieder eine ganze Menge Kohle gemacht. Ruf läuft eigentlich wirklich gut. Ah, schön. Ey, das ist richtig gut. Warte mal, wann haben wir oben? Oben würde ich auf jeden Fall dann so bald wie möglich aufbauen. Ey, warte mal. Kann man das hier nicht sehen? Okay, das sehe ich noch nicht. Gut, ich dachte bald. Ich glaube, hier ist ab 8, ne? Nicht 10 ist dort. Okay, okay. So, dann machen wir hier nochmal einen Eintöpfle. Warte mal, gibt es da so ein Frucht... Oh, fruchtig sauer. Dazu mit ein bisschen Töftis und Karotzkis. Ja, ne? So kann man auch mal machen. Wollen wir hier noch irgendwie... Ah, ne, wir haben keine Weinhefe mehr, wa? Wir brauchen wieder Weinhefe. Müssen wir Weinhefe noch besorgen. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Ja, mein Kleiner. Ist ja gut. Ist ja gut. So, also Weinhefe brauen. Machen wir mal ein bisschen Weinhefe. Machen wir hier mal 10 Stückchen, wa? Passt. Haben wir von der anderen Hefe noch genug? Da können wir da mal gucken. So, und guck mal hier. Jetzt, ach ja, genau, ich wollte noch Weihnachtskarotten und Champagner wollten wir machen. Alla, die Waldfee, wir wollten Champagner keltern. Und Weihnachtskarotten. Champagner. Genau, aber brauchen wir Champagnerhefe. Champagnerhefe. Moment mal, ich muss mal ganz kurz was kontrollieren. Bin auch gleich wieder da. Gleich wieder da. Und da war die Musik einfach weg. Nee, ist ja kein Problem. So, wir brauchen Champagnerhefe bis zum nächsten Tag, damit wir den Champagner noch fertig machen können, weil ich würde gern auch wirklich Champagner machen. Komm, wir machen hier mal 5 Reichen erstmal. Ja, wir machen erstmal 5 Champagner, ist okay. Dann servieren wir auch schönen, leckeren Champagner. Ach, warte mal, weißt du, was wir auch noch brauchen? Wir brauchen was zum Landwirtschaftlichen. Pass mal auf. Wir brauchen Apfelsaat, ja? Wir nehmen mal so 10 Stück. Eine Birnensaat nehmen wir auch mal mit 10 Stück. Dann haben wir es einfach mal da. Dann bauen wir mal sowas ein bisschen auf. Und guck mal, was doch lecker ist, auch eine schöne Erdbeersaat mal 10 Stück. Wir machen jetzt mal so nur so ein bisschen so Heidelbeer 10 Stück. Und Himbeer haben wir ja, Himbeer haben wir noch. Himbeer haben wir noch. Himbeer brauchen wir nicht. Himbeer brauchen wir nicht. Lauch haben wir, Limetten. Limetten ist schon nicht schlecht. So ein bisschen schön so ein sauren. Oh, Minze ist auch immer ganz gut. Weil wir können dann schöne Minztee machen. Petersilie ist immer... Ah, Rosmarin. Rosmarin ist auch immer eine ganz gute Sache im Tee. Salbei. Oh ja, so, oh ja. Salbei, Minze ist... Das ist lecker. Oh ja. Ja, ich bin so einer, ich trinke wirklich gerne auch mal Teechen. Also das gehört einfach mal dazu. Thymian dazu noch. So, guck mal, haben wir jetzt auch nicht so viel ausgegeben. Zitronen, oh ja, Zitronen können in dem Tee auch immer noch sehr lecker sein. So, haben wir mal so eine kleine Sache ausgegeben. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir jetzt die Möglichkeit, in dieser Kiste zu bauen? Genau. Danach würde ich gerne noch gucken. Kann man noch eine... Ja, eine kleine Kiste hier draußen. Sehr gut. Dann haben wir landwirtschaftliche Dinge, die wir hier draußen hinstellen. Und die anderen Dinge, die wir dann oben hinstellen. So, hier brennen noch die Kerzen runter. Morgen Tag können wir das ja dann mal aufmachen. So, warte mal. Ich wollte noch, weil wir ja noch was abschließen müssen. Weihnachtskarotten kann ich nicht mehr machen, weil kein Brennstoff mehr. Okay, wir müssen morgen auf jeden Fall mal... Wir müssen morgen auf jeden Fall mal noch mal ein bisschen farmen gehen. Wir haben jetzt die Stufe 6. Gehen morgen noch mal auf jeden Fall ein bisschen farmen. Das was brauchen wir ja. Und dann können wir auch noch mal den Shampoos einstellen und weitere Sachen machen. So, meine Bestellungen wurden geliefert. Hey, mein Kleiner. Ja, schlaf noch ein bisschen. Ist noch früh am Morgen. So, Weihnachtskarotten haben wir. Was war das andere, was wir noch brauchen? Ist immer noch das Schwein, ne? Da brauchen wir immer noch den Apfel. Da brauchen wir immer noch den Apfel. So, Bestellungen. Machen wir den mal rein. Machen wir das mal. Tasse Tee mit Frucht. Okay, das hört sich auch mal ganz lecker an. Zucchini. Gebratenes Schweinefleisch mit Zucchini. Haben wir noch nicht. Ein Weißwein könnten wir mit Honig ansetzen. Oh ja. Weißwein mit Honig. Guck mal, da haben wir Champagnerhefe und eine Weinhefe. Oh, guck mal, das ist schon wieder alles voll. Ah, aber ich sehe auch gerade, warum. Wir haben da eine Menge Dinger jetzt, die wir zum Schnabulieren da haben. Warte mal, machen wir mal nach Art sortieren. Ja, guck mal, da können wir den rein, den rein, den rein, den rein. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Auch wenn immer noch zu wenig.
Guck mal, die könnte man doch jetzt eigentlich mal... Ja, machen wir gleich. Gleich, gleich, gleich. Wir brauchen auf jeden Fall einen schönen Weißwein, haben wir gesagt, mit Honig, ne? Weißwein mit Honiggeschmack war das, wenn ich das richtig sehe. Bestellungen, Weißwein, Honig. Und wir machen noch einen schönen Champagner. Genau. So, und dann war es das, ne? Weil jetzt haben wir von den Bestellungen her immer noch nur den Schweinebraten. Können wir noch nichts weiter machen. Warum konnte er jetzt den Rest nicht machen? Ist egal. So, warte mal, wir haben hier noch... Hier haben wir noch das für dich. Das kommt erstmal rein. Ich brauche nochmal eine Kiste. Nochmal eine Kiste, wo ich das andere Zeug dann hier alles rein. Guck mal, hier haben wir noch Bierhefe. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Gerstenmalz. Und dann ist schon wieder fullig voll. Und ich bin eigentlich nicht der Typ, der ein volles Inventar hat. Warte mal, hier ist jetzt das. Und hier ist das. Und hier machen wir mal den. 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 Und den. So. Jetzt haben wir hier wieder mehr Platz. Ach ja. Im Inventar. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch nochmal da ein bisschen was anderes geschafft. Kleine Kiste, große Kiste. Gib mir mal zuerst die kleine Kiste und dann die große Kiste. Wir machen jetzt erstmal hier BQ und dann können wir, soll ja hier so ein bisschen meine Saatkiste sein. So, machen wir mal B wieder aus. Und dann machen wir hier erstmal alles, was saatmäßig ist. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Sehr schön. Ich glaube, wir haben auch eine Menge Saaten noch oben versteckt, ne? Haben wir hier nicht noch Saat versteckt? Nee, haben wir gar nicht. Aber weißt du was, wir machen? Wir bauen jetzt hier mal die Kiste dorthin. Und dann geht all sowas mal darüber. Auch meine Biere gehen hier schon mal rein. Denn wir brauchen das alles ja in dem Sinne nicht gleich, sondern kann man ja dann später nutzen. So, und jetzt können wir mal... So, jetzt gehen wir hier nämlich hin. Packen wir das alles mal so ein bisschen rein. Alles so, damit wir das alles hier drin haben. Das ist alles nicht zum Essen. Nicht zum Essen, 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 Essen. Oder braun essen, und braun soll es ja immer so ein bisschen sein. So, siehst du? Jetzt haben wir hier nämlich eine ganze Menge reingemacht. Dann können wir das nochmal sortieren. Jetzt können wir nämlich sagen, den und aufheben. Danke. So. Und genau, hier würde ich dann doch mal wieder einen hinplatzieren. So mit Utensilien, wie wenn wir das nicht mehr brauchen, sind so Tische zum Beispiel. Das ist jetzt erstmal ein bisschen fein raus. Und den Rest behalten wir, genau. Dann der Rest ist so ein bisschen Bau und Saat. Das können wir erstmal nach draußen stellen. Ja, wir haben eigentlich heute eine gute Menge Fleißarbeit, finde ich, gemacht. Zum Beispiel, wobei, das sollten wir eigentlich alles so ein bisschen drinnen lassen. Würde ich jetzt ungern rauspacken. Bin ich jetzt ganz ehrlich, das würde ich jetzt wirklich gerne ungern rauspacken. Aber was wir mal machen, wir räumen jetzt erstmal unser Inventar auf. Und dann nehmen wir unsere Saaten, die wir ja bestellt haben. Wir haben ja... Hä? Ah, sind sie. So, jetzt holen wir mal unsere gesamte Saat raus. Mal gucken, was Apfel, Birnen, Zitronen, Limette bringen. Also, 7. Der Apfel ist... ziemlich groß. Nein! Drei, vier. Machen wir mal von jedem 5 erstmal, ja? Die 8 ist nämlich auch so groß. 1, 2, 3, 4, 5. Die 9 ist 100 pro nämlich genauso. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Limette 100 pro auch, genau. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir nämlich die Saat einmal ausgesät. Dann können wir mal hier so ein bisschen... Ne, warte mal. Erstmal machen wir so Beerige. Dann könnte man noch sagen, ja, Minze und dann Rosmarin. Dann machen wir mal die 7.
So, dann machen wir jetzt hier so erstmal alles, was so mit Erdbeeren noch zu tun hat. Die kommen jetzt gleich hier hin. Zack. Jetzt kommt die 8. Die 8, die kann man dann hier so einmal lang pflanzen. Sehr schön. Oh ja, jetzt haben wir die 9. Die 9 pflanzen wir hier hin. So, dass wir alles so ein bisschen hinpacken und das hier sozusagen alles vorbereitet ist. So, jetzt haben wir hier noch so schön das. Sehr schön. Und jetzt haben wir aber noch den, den, den und den. Ne, warte mal, den nicht. Aber den plus 7. So, pass mal auf. Jetzt können wir hier nämlich sagen, komm. Jetzt machen wir die 8. Wir machen jetzt einfach schon mal so ein bisschen Pflanzenaktion. Damit wir das auf jeden Fall da haben. So, jetzt machen wir den dann noch. So, haben wir erstmal schön ausgesät, ja. Wollen wir die anderen trotzdem nochmal gucken, dass wir von jedem nochmal vielleicht einen hinkriegen. Machen wir hier einen Apfel, hier einen Limon, hier eine Zitro und hier eine Birne. Das könnte man da nochmal machen. Äpfel brauchen wir schon öfter, ne? Und ich mag, ich bin so ein Zitro-Limetten-Fan, machen wir so. Ja. Ich finde, das passt, wackelt und hat eine ganze Menge Luft. So, und jetzt können wir dich übrigens auch nochmal machen, weil ich dich übersehen habe. Da können wir da oben auf jeden Fall mal wieder für Holz nach... Ja, für Holzzeug nachsorgen, ne? Weil wir haben ja schon wieder auch ein bisschen was weggerissen. So, mal, was haben wir hier so? Da ist kein Platz dafür. Haben wir hier einen Platz? Ja. Ist hier jetzt gar kein Platz dafür? Hallo? Okay. Also manchmal... Manchmal, aber nur manchmal verstehe ich die Welt einfach nicht. So, ich brauche 1, 2 kleine Tische. 2 kleine. Habe ich die kleinen Tische denn nicht noch? Warum liegt der da jetzt? Habe ich nicht noch kleine Tische? Bin ich mir denn nicht sicher, dass ich. Ich habe dort die kleinen Tische weggeräumt, oder nicht? Hatte ich nicht kleine Tische gemacht? Oder hatte ich die nicht gemacht? Nee, durfte ich ja nicht. Ich habe nur diese Mini-Winnie-Tische gemacht. Die hätte ich nur die hier gemacht, ne? Die Einzeltische, aber ich brauche die kleinen Tische. Genau, 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 genau. Habe ich noch irgendeine Quest, die ich jetzt noch mitnehmen könnte? Oh, guck mal, wir können... Oh ja, oh ja, oh ja. Wir sind bei Level 5 auch schon bei denen. Wir haben eine Menge Sachen. Genau, Champagner und den Schweinebraten. Genau, wir müssen nochmal wegen dem Apfel gucken. Ich will wirklich das Herstellung am höchsten erstmal treiben. Weil ich finde, der lohnt sich am meisten. Okay, wir brauchen kleine Tische. Ich brauche nochmal 20 Nägel. 20 Nägel. Müsste reichen. 20 Nägel. Und ich brauche noch 34. 34 von den Brettern. Aber ich habe kein Holz mehr. Jetzt sind da die kleinen Feinheiten, die wir dann zwischendurch immer wieder mal machen müssen. Und die gehören halt dazu. Wir haben jetzt Stufe 6 erreicht, also wir müssen jetzt nicht unbedingt die Taverne heute aufmachen. Wir können es auch einen anderen Tag wieder aufmachen. Wichtig ist jetzt, dass wir an die Materialien kommen, die Taverne noch weiter so einrichten, wie wir das gerne hätten. Das hätte schon für uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Vorteile. Eichen sind recht hoch und geben viel. Aber Akazien waren jetzt auch nicht gerade wenig. Wenn wir keine Setzlinge mehr haben, müssen wir uns dann irgendwann damit entscheiden, dass wir vielleicht dann nochmal Setzlinge dann kaufen. Dafür sammelst du ja eigentlich das Geld. Und haust die Setzlinge rein und dann baust du wieder nach. Wir wollen ja wohl gerne bei uns an der Taverne auf jeden Fall erhalten lassen unsere Natur. Ja, stimmt. Ich wollte nochmal nach Äpfeln gucken. Danke für den Hinweis. Gucken wir gleich. Gucken wir mal gleich. So, pass mal auf. Ich habe jetzt den und den. Dahin, dahin, dahin. Dahin und dahin. Gut, wir wollten nochmal nach Äpfeln gucken.
Nee, erstmal wollte ich Holz einstellen. Holz, 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 Holz! So. Die geben fast 10. Umdrehung, das ist nice. Aber wir brauchen ja nicht nur die kleinen Tische, das sind ja zweimal. Wir brauchen danach ja noch die kleinen Sitzbänke. Da brauchen wir also nochmal 20 Nägel und 60 Holz. Nochmal 20 Nägel und dann 60 Holz. Da können wir also noch ein bisschen was machen, das sollten wir dann auch. So, jetzt gucken wir mal oben. Gucken wir oben mal nach. Wegen. Dem Apfel. Ich hoffe, vielleicht haben wir den nämlich schon, dann können wir die Quest abschließen. Ich würde die Quest gerne alle erledigen. Den habe ich nicht mehr da. Bin mir sicher, dass der da war. Kann mich aber auch irren. Irren ist bei mir ziemlich häufig der Fall und von daher könnte es auch sein, dass da einfach schon längst, irgendwo anders nachgespawnt ist. So, Bestellung. Tasse Tee, da brauchen wir eine Frucht, also haben wir erstmal nicht. So, wir können einstellen, Barkeeper, der kostet mich... Oh, warte mal, die sind doch teurer, ne, als damals? Ja. Ja, ja. Also den würden wir uns dann, dann wahrscheinlich einstellen, hatte ich mir überlegt. Aber müssen wir jetzt gucken, wann, wo und wie wir das machen. Weil es ist ja doch schon ein bisschen arg heavy. So, guck mal, jetzt haben wir hier fast alles nochmal durchgejagt. So, pass auf, wir brauchen zwei kleine Tische. Zwei. Und jetzt brauchen wir nochmal 40 von den... oh, warte mal. Stopp! Wir machen ja schon direkt zwei. Boah, beinahe wäre ein Fehler unterlaufen. Wir machen direkt zwei. Sehr gut. So, warte mal, warte mal, warte mal. Dadurch, dass wir ja hochskillen, das ist nämlich der Vorteil, dass wir hochskillen. Dadurch, wenn wir selber herstellen, haben wir nämlich den Vorteil, dass das alles schon da ist. So, jetzt muss ich aber mal was gucken. Haben die hier nicht eine Tischdecke? Weil ich habe jetzt ja keine... warte mal, doch, ich könnte doch wieder neue holen, ne? Sack. Okay. Vogelscheuche. Warte mal, warte mal. Wir haben doch wieder. Wir haben doch wieder 48. Wir könnten ja mal gucken, was der uns da noch verkauft. Hey, ey! Hast du mal ein paar Tischdecken für uns? Ich brauchst du noch vielleicht zwei. Ich glaube, zwei habe ich noch offen. Hey, Ace! Na, wie geht's dir? Jo, wie hat das mit den Rezepten geklappt, die ich dir gegeben habe? Kriegst du genug Weihnachtstickets damit? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber ich brauche jetzt mal ein Weihnachtsgedeck. Kleide deinen Tisch mit dem Anlass entsprechend. Genau, nehmen wir mal mit. Haben wir da. Damit haben wir für die beiden nämlich ein schönes Deckchen. Und damit sieht es auch standardgemäßig cool aus. Warte mal, wie viel habe ich noch? Jetzt habe ich noch 18. Warte mal, was würde mich denn dieses andere Ding dann noch kosten? Ja, weihnachtliche Kerzenhalter. Meine Kontakte können mir die besten Gegenstände besorgen, die du je gesehen hast. Wenn du welche davon haben willst, bring mir einfach genug Weihnachtstickets. Ace, ist ja jetzt gut langsam. Okay, ich hab's verstanden. Okay? Ich bring dir alles vorbei. Bald ich's habe. Nee, Tischgedeck können wir nicht. Gesteck können wir nicht nehmen. Ist zu wenig. Oh, wir sind auch in der Zeit jetzt. Genau, ich hoffe, ich kann jetzt mit euch noch die... Die Tische und die Stühle hinpacken. Ja, aber die muss ich trotzdem doppelt herstellen, ne? Weil ich brauche ja eigentlich 4. Von dem brauche ich ja eigentlich 4. Genau, warte mal. Der macht mir jetzt kleine Sitzbank 2, aber ich brauche 4 kleine Sitzbänke. Ja. Warte mal. Hier rein. Weil wir können jetzt nämlich... Radaratsch. Okay, hätte ich jetzt gar nicht kaufen müssen. Gut, heb mal auf. Aufheben, aufheben, aufheben. So, pass mal auf, wir packen dich mal jetzt ganz kurz hier rüber. Denn ich habe zwei neue Tische. La 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 la. So, 9. Cool. Guck mal, jetzt können wir den nämlich schön... Das ist nämlich eine Viererbank. Das ist dann von der Größe her, guck mal, das ist zu groß eigentlich. So, können wir, das lagern wir mal die auch noch ein. Dann haben wir die erstmal weg. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal noch. So, guck mal, hier nämlich. Zack. Ich glaube, ich könnte jetzt die hier alle da ransetzen. Dann hätten wir noch so 3 Schemel da dran. Ne? Ist jetzt aber nicht unbedingt von Bedeutung. So.
Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Tischdecken, als ich gebraucht habe. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So sieht das schon mal besser aus. So, 7. Oh, jetzt brauche ich schon wieder neue Bierdecke. Ich mache jetzt so, wie es kommt, ne? Also ich weiß nicht, was rauskommt. So. Ha! Das war jetzt einfach nur random gewesen. Nur random. Na guck mal, jetzt haben wir hier dann immer jeweils 6. Also wir haben immer 10. Wir können 30 Gäste gleichzeitig empfangen. 30 Gäste gleichzeitig. Das ist schon ein ganz gutes Ding eigentlich. Genau. 1, 2, 3, 4 nochmal bitte. So, und jetzt hat der mir gleich... Oh, 4 kleine Sitzbänke gemacht. Sehr gut. 4 kleine Sitzbänke. Wenigstens, das will ich mit euch nochmal fertigstellen, dass wir das einmal fertig haben, damit die Taverne dann am nächsten Tag wirklich richtig cool laufen kann. So. Dann machen wir mal da und dann machen wir mal den da und... Oh. Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, die Taverne sieht jetzt wirklich sehr, sehr schön eigentlich aus. Kannst du sagen, was du willst. Ich finde, das hat schön Stil. So, danke, den Weißwein haben wir ready. Dann packen wir jetzt hier erstmal meine Sachen rein, die wir nicht mehr erstmal brauchen. Den Weißwein können wir noch rauspacken. Ich würde gerne die Quester noch vielleicht abgeben. Die Quest dann noch abgeben. Ach komm, der Shampoo ist dann auch noch fast fertig. Komm, wir geben das noch ab und dann nochmal die Quest ab. Für mich ist halt wichtig, dass wir hier alles fertigstellen. Moment. So, also hier haben wir schon mal die Quest. Die Quest. Hä? Achso, der wollte nur einen haben? Nur einen? Okay, das ist schon creepy. Das ist creepy, weepy, meepy, sheepy, tippy. So, meine Freunde, dann kriegen wir jetzt den Champagner dann mal gleich. Ich will den auch noch abgeben. Wie sieht es eigentlich jetzt aus von unserem Punkt her? Gut, wir haben jetzt 123. Ja, Landwirtschaft wäre eigentlich auch schon nochmal eine Menge. Aber wir haben ja schon mehr heraus. Ne? Das ist jetzt nicht so Geschwindigkeit. Hier könnten wir nochmal ein bisschen mehr Kohle machen. So. Ich sag mal, die besten Biere sind ja immer hier hinten dann eigentlich. Hier gibt es ja am meisten Apfelwein. Oh, das ist ja geil. 2, 3, 3, 3, 4, 4. Apfelwein. Sehr nice. Haben wir Apfelwein. Und ein schönes. Wollen wir noch ein schönes Braunbier freischalten? Ja, schalten wir nochmal Braunbier frei. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Problem. Ja, ich könnte hier nochmal die freischalten. Oh, guck mal, da. Hier brauchen wir leider alles eins. Okay, sind wir schon wieder raus. Aber haben wir dann ein paar Sachen freigeschaltet. Magie. Da bin ich wirklich bei den Kultisten. Nein, Spaß. Die Favorites wissen wir jetzt ja noch nicht. Gut, wir haben jetzt ein paar Sachen bereit gemacht. Oh, guck mal, mein Kleiner. Machen wir jetzt noch fertig. Das wäre noch schön, dass wir die vielleicht heute noch mit abgeben könnten. Also, wir können festhalten, wir haben inventarmäßig gut ein bisschen aufgeräumt. Wir haben nochmal ein paar Rezepte freigeschaltet, die wir dann nutzen können. Wir haben unsere Taverne nachgerüstet mit allem drum und dran. Also so an sich ist alles... Oh, guck mal, schöne Apfelweinwürze brauchen wir. Weizenbier, da brauchen wir Weizen wahrscheinlich. Weizenwürze, Roggenwürze, okay, warte mal. Also was haben wir denn hier? Hier haben wir Roggenmalz, da brauchen wir Roggen noch. Und Weizen brauchen wir Weizen. Okay. Weizen, Weizen, Roggen, Roggen. Ist klar. Gut. Was können wir denn hier? Also da brauchen wir Weizen, da brauchen wir Roggen. Ja, das ist klar. Gerste. Ja, okay. Beim Apfelmost brauchen wir Apfelmost. Und Apfelmost kriegen wir, wenn wir Äpfel haben. Sehr gut, dass wir ja schon mal die Dinger gemacht haben. Okay. Also brauchen wir sozusagen dann jetzt dann Rogge. Und Weizen noch als nächstes. Oh, wir machen jetzt auch 2 automatisch. Jetzt geht's ab, meine Freunde. Jetzt machen wir richtig Asche in dem Sinne, weil wir weit mehr produzieren als davor war. Guck mal, jetzt kriegen wir hier 15 Weine. Weine sind jetzt nicht so heftig. Und schönen roten können wir mal machen. Schön süß ist er dann. Hab so einen fruchtigen, sauren Geschmack. Aber ist gleichzeitig noch schön saftig. Ne, so, hopp. Sehr schön. Ist ein schöner roter. Sehr gut.
Und jetzt machen wir mal das da frei. Ich wollte noch eigentlich... Aber es war, wir sind schon wieder weit drüber. Okay, für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.